So, also wir wollen jetzt Knopf drücken, dann verfolgen wir dieses Muster und diesmal nicht bis zu der Plattform da, sondern bis zu der Plattform da. Und dann gucken wir mal. Das ist wieder falsch rum. Ha, vielleicht weil wir vorhin da irgendwo gedrückt haben. So, jetzt aber. Ne, ich starte schon wieder da hinten. Und hey. Genau, so was kann ich hier sein. Was machst du hier? Lauf weg. Wir sind böse, böse Leute. Mit Strahlen und Dolchen und. Ah, Level up. So, was haben wir denn bei ihm? Wir haben. Ja, stimmt, wir wollten auf Luftmagie umskillen. Umskillen ist eigentlich nie, nie, nie eine gute Idee. Jedenfalls nicht bei schweren Rollenspielen. Man sollte eigentlich von vornherein wissen, was man macht und immer alles richtig skillen. Nur habe ich mich ja nicht informiert im Internet und das will ich auch nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal das da und gehen auf 14, damit wir den Level 14er Luftspruch lernen können, der dann hoffentlich Blitzstrahl ist. So, wir haben noch 2 Punkte über. Wir können entweder schon mal weiter Richtung 19 und 22 skillen für die beiden anderen Zaubersprüche oder wir erhöhen Spellcasting, um mehr Energie zu haben, mehr Willenskraft und schneller zaubern zu können. Was bei Schickner ja soweit schon ganz praktisch ist. Wie viel hat er in Feuer? Er hat 16 in Feuer. Dann sollte er in Luft auch mal ein bisschen höher gehen, auch auf 16. Denn ich denke mal, wenn wir jetzt auf den 27er Skillbonus später kommen, wird er schon gut was bringen. Genau wie auch bei dem Feuer. Das heißt, hier wird ja der Blitzbolzen erhöht und bei dem anderen der Feuerbolzen, also der Feuerball. Und das werden dann unsere Hauptsprüche sein im Hochlevelbereich. Nehme ich jetzt einfach mal so an. So, ich will jetzt aber gerne die Nische erforschen. Und macht es immer noch falsch rum. Achso, oh, den Hebel sollten wir vielleicht. Oh, der Hebel bricht das Ganze schon mal ab. Und macht es wahrscheinlich jetzt in einer anderen Reihenfolge. Also, ja, schön, schön. So. Ah. Da ist gar keine Platte hochgegangen. Ich bin trotzdem einfach raufgelaufen. Menno. Mehr Konzentration, Geogon. Also, wieder hin. Knopf müsste noch richtig rumgedrückt sein. Also rauf. Da. Knopf nicht drücken. Da. Da. Ente. Vielleicht sollte ich mir nochmal das Muster angucken, bevor ich da einfach hinterherlaufe. Denn da eben gerade konnten wir zwar auf die eine Plattform gehen, um auf die andere Seite zu kommen, aber wir kamen nicht zu meiner heißgeliebten Nische. Also ich drücke mal den Knopf, stelle mich mal hier hin und guck. Also ja, darum, hier hin zurück. Da lang. Und auf die andere Seite. Die Platte, wo die Nische ist, die schließt sich niemals. Okay. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite, da bei den Knöpfen ein bisschen rumdrücken und irgendwie hinbekommen, dass die Platte sich da schließt. Also, wir wollen rüber. Nichts Besonderes, keine Knöpfe drücken, keine komischen Nischen finden. Wir wollen einfach nur auf die andere Seite. Klappt soweit ja auch ganz gut. Schön, wir sind drüben. Der Knopf löst einfach nur nichts aus. Ah doch, dann fängt er jetzt von der anderen Seite an, das Ganze mal ein Muster zu laufen. Wenn ich jetzt den Hebel drücke, dann wird er einfach hier starten. Das heißt, das hat alles nichts damit zu tun, zu unserer Nische zu kommen. Das muss ein anderer Knopf sein. Aber wir sind irgendwie schon viel zu weit weg. Und hier haben wir ausgiebig nach Knöpfen gesucht. Und war keiner. Also nee, wie kommen wir an die Nische ran? Okay, wir drehen mal das Muster um. Drücken da drauf. Gucken mal ganz kurz. Knack. Ich habe geguckt, ob vielleicht denn, wenn wir es von der anderen Seite aufdröseln, das Muster,
ob er dann andere Platten nimmt. Aber anscheinend ist er den gleichen Weg einfach nur rückwärts gelaufen. Wir können nochmal verfolgen, wie es andersrum ist. Also der Schatten da hinten geht in unserer Nische vorbei, ohne die Platte, die wir brauchen, zu aktivieren. Geht darum, darum. Ja. Das ist jetzt doof. Also da, 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 da. Also wichtige Sachen markiere ich jetzt einfach mit so Wulsten aus Notizen. Weil ich überall auf der Karte sehe ich immer nur ein N. Und dann weiß ich nicht, ob das irgendeine kleine Notiz ist oder irgendwas Wichtiges. Also diese großen sind jetzt wichtige Sachen. Da ist eine wichtige Sache, die wir jetzt aber nicht so ad hoc lösen können. Was schade ist. Es sah irgendwie würfelartig aus. Aber na gut. Dann gehen wir halt mal in die nächste Ebene runter. Da. Wir sollten nur vorher ein bisschen schlafen. Denn das Ganze in Gruben runterspringen tut ja doch irgendwie weh. Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Oh, apropos wehtun beim Gruben runterspringen. Da fällt mir ein, die Verwundung aus Dungeon Master gibt es ja gar nicht. Das fand ich auch noch ein cooles System für die Zeit. Also jeder Slot, wo man Rüstung tragen konnte, konnte auch gleichzeitig verwundet werden. Das heißt, wenn man in Gruben runterspringt, verwundet man halt die Füße und geht langsamer. Wenn man von Monstern angegriffen wird, beschädigt das den Torso oder andere Sachen. Wenn man ein Fallgitter von der Tür auf den Kopf bekommt, wird auch wirklich der Kopf beschädigt. Das war schon ganz cool. Und da musste man halt immer einen Heiltrank trinken, um das wegzubekommen. Aber na gut, das wird ja alles noch ausgebaut. Das ist ja erst die Grundfassung jetzt von Grimrock. Da kommt bestimmt noch jede Menge. Ach nö, 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 nö. Ich mag euch nicht. Ich mag euch absolut nicht. Und ihr mich wahrscheinlich auch nicht. Du Spinn. Heiltrank. Ich brauche ganz schnell einen Heiltrank für ihn. Ja. Und ich habe natürlich nicht abgespeichert, bevor ich in die nächste Ebene gegangen bin. So. Da drüben haben wir schon alles gemacht. Das heißt, wir können jetzt einfach direkt in die andere Ebene gehen. Bisher haben wir nur rumprobiert, wie man zur Nische kommt. Was nicht wirklich erfolgreich war. Also müssen wir es auch nicht unbedingt wiederholen. So, also, wir tauchen da unten auf und werden gleich von Spinnen angefallen, was ziemlich übel war, aber das hätte ich wissen müssen. Also zumindest hätte ich ein bisschen besser vorbereitet sein sollen. Er braucht einen neuen Heiltrank. So, 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 Heiltrank. Schön oben links. Das heißt, wir gehen runter, werden von einer Spinne, von drei Spinnen angefallen, bringen eine Spinne schnell um. Wie bringen wir Spinnen schnell um? Wir beschmeißen sie mit Feuerbomben. Ja, das klingt nach einem Plan. Dann ist eine Spinne tot. Wir können weglaufen und die anderen Spinnen töten wir, indem wir um sie rumtänzeln. Die Tür sollte trotzdem noch aufgemacht werden, sonst haben wir ein Problem runterzukommen. So, können wir die Druckplatte vielleicht anderweitig auslösen? Nein, wäre auch komisch, wenn schon. Also, zack. Oh, wir können noch weiterlaufen. Das ist natürlich noch einfacher. Also es hat eine Weile gedauert, bis die Teleporter aktiviert wurden. Jetzt dürfen wir uns nicht von drei Spinnen einzingeln lassen, was schwieriger ist, als man denkt. So, eine schon mal tot. Zauber vorbereiten, schön beim Laufen. Extrem Multi-Chance. Und kippt gleich wegen dem Gift um, aber wir können dann ja einfach hochlaufen und ihn heilen. Okay, es war nicht das Gift, es war eine große, große Spinne, die ihn den Kopf abgerissen hat. Aber das ist ja fast das Gleiche. Zack. Und da hinten sehe ich so eine Krabbe. Aber gut, Krabben sollen uns egal sein. Ich würde jetzt gern wieder raus. Du bist nun unser Gefangener. Wie der eine unten. Ist jetzt der eine der Trochum oder der Typ, von dem wir andauernd träumen?
Oder mit dem wir träumen. Ja, das ist jetzt doof. Ich würde ganz gerne zu dem blauen Kristall zurück. Aber wenn ihr uns einen neuen Kristall gebt, wäre es auch schön. Was haben wir hier? Die Hallen des Feuers. Das klingt ominös. Eine Nische ohne was drin. Da tun wir einfach aus Reflex was rein. Und ich höre nichts. Haben wir noch... Ich höre was Schweres. Ich glaube eine Krabbe. Keine Krabbe. Definitiv zu groß für eine Krabbe. Den habe ich aber auch schon mal in einem Werbevideo gesehen. Das müsste ein Oger sein. Feuer, Blitz und einfach schnell sein. Denn Oger sind in jedem Spiel langsam. Wir kriegen fast keinen Schaden. Ja, das dürfte mit einer reinen Melee-Gruppe oder einer Gruppe ohne Magie schwierig werden. Aber Gott sei Dank haben wir Chickna und Klicknack. Die werden hier das Feuer aus dem Eisen ziehen. Wow. Okay. Oder vielleicht werden sie einfach nur zu Moose zerstampft. Eins von beiden. Wir haben gleich keinen Mana übrig. Das ist nicht gut. Ja, kriegen die mit dem Dolch. Mit dem Stab. Okay. Du bist. Klicknack. Klicknack. Misch mal ein bisschen Tränke, während du von riesigen. Wow. Uns anstürmenden Trollen verfolgt wirst. Troll oder Oger? Denk mal hier, Oger. So, wir hätten gerne eine leere Flasche. Hast du irgendwo eine leere Flasche? Nein, wir haben nur Heiltränke. Ach, toll. Okay, dich verbrauchen wir jetzt einfach mal. Und man kann nicht zwei Kisten gleichzeitig offen haben. Wo ist der Oger? Na gut, machen wir gleich noch einen. Oger. Bestimmt bringt er gleich 10.000 Erfahrungspunkte und nur Klicknack bekommt die. Oh, oh. Vorsichtig. Oh, wir können den Giftbolzen ausprobieren. Der war so. 24. Kriegst du auch noch Giftschaden danach? Nö. Der macht 41. Ja, nee, da bin ich eher dafür, dass wir den für 41 benutzen, der auch nur eine Rune braucht. Schade, dass man keine Wunden an den Gegnern sehen kann. Also um zu gucken, wie viel Schaden wir schon genommen haben. Und Mana ist alle. Mana ist wieder fast voll. Ja, definitiv praktisch die Tränke. Mist. Aber ja, mit einem Mann gegen Oger kämpfen ist doch ein bisschen zu hart. Also, da wären wir wieder. Nochmal das Ganze. So, wir stellen sie wieder hier hin. Wir schlafen wieder, nehmen die Fackel aus der Hand. Versuchen gleich dem Angriff der drei Spinnen zu entkommen, ohne dass einer stirbt. Im Notfall, also wir lassen jetzt auf jeden Fall das Inventar erstmal offen, damit wir schön unsere Heiltränke trinken können. Also. Und dann sollen alle schön am Leben bleiben, damit wir den Oger töten können. Mit vereinten Kräften und so. Dafür kannst du auch ruhig mal ein paar Ressourcen verbrauchen, wie die Frostbombe. Der kann sich nämlich gar nicht mehr bewegen und wir können alle schön in seinen Rücken schlagen. Du machst nochmal einen Zauber fertig. Du machst mal ein Giftschild. Und, na komm schon. Und den schon mal bereit. Also, runter. Weglaufen. So, das hat schon mal super geklappt. Keiner ist vergiftet. Jetzt keine Ressourcen verschwenden, sondern einen Spinnen. Ah, der ist vergiftet. Und ich sehe da einen Oger. Der ist jetzt schon draußen. Wir sind vorher nur aus Versehen nicht über ihn gestolpert. Oder glücklicherweise, je nachdem, wie man sehen will. So, da sind aber nur zwei Spinnen. Wo ist Spinne Nummer 3?
tot. Du bist auch gleich tot. Hoffe ich mal. Wir sind gleich in der Ecke, oder? Nee, doch nicht. Jetzt sind wir in der Ecke. Nicht sterben, nicht sterben. Heiltrank. Feuerball. Stirb, du Gas-Pistoles. So. Mann. Okay. Nicht in der Ecke stehen bleiben. Nicht von einem Oger zermalmt werden. Und wir brauchen Gegengifte. Gegengift war... Die ganzen Kräuter müssen da raus. Das ist scheiße, wenn ich jedes Mal das das Alchemie-Dingens aufmache. Und dann die Kräuter nicht benutzen kann. So. Das und Nessel, Gegengift. Schluck. Leere Flaschen zu ihm. Dabei auf den Oger achten. Leere Flasche. Nessel, Trank. Schluckst du selbst. Leere Flasche. Nessel, Trank. Schluckst du. Heiltrank schluckst du. Heiltrank schluckst du. Leere Flaschen wieder zu ihm. Neuer Heiltrank zu ihm. Und noch ein Trank zu ihm. Jetzt haben... Ne, er braucht noch einen. So, nach dem ganzen Heckmeck haben jetzt alle wieder einen Heiltrank, sind nicht vergiftet und bei vollem Leben. Das sind gute Grundvoraussetzungen, um abzuspeichern, in einem neuen Slot und einen Cut zu machen. LP 36. Bis gleich.